Hallo, wir haben Mittwoch, den 10.01.2018, es ist 4.17 Uhr in der Nacht und mein YouTube-Kanal Burner TV hat 961 Abonnenten und 164.000 Klicks, liebe Leute. Ja? In der heutigen Folge geht es wieder mal um Hibbidi Hop hier, ein bisschen Rabbidi und sowas, ja, Hip-Hop, ja. Weil der gute FIFA 17 mich unter einem Video, was ich mal irgendwie vor uns unglaublich langer Zeit mal gemacht habe, gefragt hat. Es ging da, glaube ich, um Battle Rap in dem Video, ja. Und dann haben wir ein bisschen hin und her geschrieben und dann hat er mich gefragt, ob ich ihm erklären kann, was Rap-Technik ist. Ja, gut, es ist, der eine oder andere wird sich jetzt fragen, ist doch wohl klar. Ja, der andere wird sich sagen, ey, ist mir auch noch nie, ich habe auch noch nie so einen Kopf darüber gemacht, was Rap-Technik ist und sowas. Ne? Ja gut, es ist, ich muss auch zugeben, dass jetzt das sechste Video ist am Stück aufnehmen. Ich habe auch keinen Bock mehr zu labern eigentlich, ja. Aber gut, ich habe mir versprochen, ich mache ihn am Video. Und wie immer, absolut unvorbereitet, weil ich bin viel zu faul, mich hier, als ob ich mich hier hinsetze und irgendwas vorbereite, ja. Aber wir werden jetzt mal versuchen, den Begriff Rap-Technik auf den Grund zu gehen, was denn Rap-Technik eigentlich ist, ja. Was ist Rap-Technik, mein lieber FIFA 17, ja? Wir haben ja darüber gesprochen, wie man sein, sie haben mich, glaube ich, gefragt, wie man seinen Wortschatz erweitern kann oder sowas, das haben wir schon gesprochen, hin und her, ja. Und ja, wenn es um Rap-Technik geht, an was denkt man denn dann? Technik, ja, was ist Technik? Technik ist etwas Mechanisches, etwas Ausgefeiltes, ja, etwas Zusammengestecktes, Arbeit hat man da investiert, etwas gebaut, ja, Technik baut man, entwickelt man, ja, hat man so Sachen gemacht, ja, und das hat mit Rap zu tun an sich, ja, anscheinend, ja. Nun gibt es, kann man so sagen, Rap-Technik, ja, das ist, ein großer Begriff, ja, der sehr, sehr viel beinhaltet, wenn man rappen möchte oder wenn man rappt, ja. Eigentlich beinhaltet der fast alles, ja. Das Einzige, was ich jetzt noch aus der Rap-Technik rausnehmen würde, ja, wäre Inhalt und Message von einem Rap-Text oder einem Rap-Song. Das würde ich rausnehmen, ja. Was ist Rap? Ja, Rap ist Musik, ja, was ist Musik? Musik ist Kunst, ja. Was ist Kunst? Was soll Musik machen? Ja, am Ende des Tages ist immer so, boah, jetzt habe ich noch gerübs nebenbei, macht nichts, ja. Am Ende des Tages ist immer so, dass Musik Gefühle, Emotionen vermitteln soll, egal was. Ja, es kann von lustig bis Selbstmordgedanken, alles kann in Musik vermittelt werden, ja. Und wird ja auch vermittelt, ja. Und wie wird das vermittelt? Besonders im Rap, mit Hilfe des Textes, meiner Meinung nach sowieso das Wichtigste. Ja, ich weiß heutzutage, ich bin da sehr, sehr alt, oldschool noch so, aber für mich ist immer noch Text. Text und Inhalt das Wichtigste im Rap, ja. Dann kommt, dazu gehören natürlich dann auch irgendwann die Reime und alles andere, ja. Aber für mich so. Mittlerweile ist, du kannst 24 Mal Bananensalat sagen und du bist wahrscheinlich Top 1, ja. Aber ist egal, ja, ist es so, ja. Und wenn du halt auf der einen Seite Text und Inhalt und alles hast, ja, und damit Gefühle wecken kannst, ja, kannst du das auch noch schaffen mit dem richtigen Beat, der die richtigen Melodien und Harmonien hat, der traurig ist, der lustig ist, der hin und her. Das kannst du dann mit Spracheinsatz noch schaffen, mit Gefühl, wie du rappst, und wenn du volles Liebeslied rappst, aber so, ey, du bist weggeschaut, ich bin ganz traurig und so, ja. Es kommt natürlich, musst du auch so rufen, du bist weg und so hin und her, musst du richtig so, ja, Gefühle zeigen und so ein Schwachsinn, ja. Das ist, das kommt alles dazu, ja. Das würde ich aber da rausnehmen. Wie gesagt, wie du einen Text schreibst, dieses Ganze, was du da sagst, ja, wie du das sagst, ja? Nicht wie du das sagst, was du da sagst, ja, raus. Inhalt, alles raus. Alles andere zählt man auf jeden Fall zu Rap-Technik, ja. Das kommt, das kannst du vergleichen mit Film, ja. Es, zum Beispiel, nehmen wir mal einen aktuellen Film, hier dieses Justice League Schwachsinn-Fiasko, was da rausgekommen ist, ja. Justice League ist ja angekündigt worden als der Blockbuster und hin und her mit dieser Wonder Woman und Batman, Ben Affleck Idiot und diese hin und her. So, guckst du den Film an so und ich hoffe, wir sind da einer Meinung, ja, der Film ist der größte Schwachsinn. Richtig schlecht, ja. Aber vom Technischen, wie der gemacht ist, kann man jetzt nicht meckern, ja, das ist jetzt so krasse Kameraeffekte und Schnitte hin und her, ja, die Geschichte ist halt Müll, das, was er mir erzählen will, der Film ist halt Müll, ja, so, dann gibt es auf der anderen Seite aber auch Filme, die haben jetzt, Justice League, was weiß ich, 100 Millionen Budget gehabt, ja, und diese Filme, die anderen Filme, die haben ein minimales Budget, ja, keine Action, Explosion, 3D-Animation, Barbara, nein, einfach so
ganz billiges Low-Budget-Drama, ja, einfach nur eine krasse Geschichte, es geht um echtes aus dem Leben, Drama, irgendwie zwischenmenschliches Scheiß, auch wenn es nur eine Beziehung ist, die kaputt ist und er ist ganz traurig und kann ein brutal krasser Film sein, hat ein Hundertstel von diesem Justice League gekostet, aber du guckst diesen Film und du bist dabei und denkst, boah, traurig, hin und her, wein, umbringen mich selber jetzt oder was weiß ich machen, ja. Das kann einem viel mehr geben, ja, und genauso ist es bei Rap, ja. Du kannst mit einem krassen Text und Dings kannst du viel mehr rausholen und viel mehr Leute erreichen, als wenn du jetzt der überkrasse Rapper bist, der einfach krasse, eine krasse Rap-Technik hast. Und da kommen wir jetzt zu diesem Begriff Rap-Technik, ja. Für mich ist halt dieses Gefühle wecken und Emotionen wecken im Rap wichtiger als Technik, ja. Aber gut, Technik ist auch nicht unwichtig, ja. Was ist Technik, ja? Fangen wir mal das Erste an, ja. Wie Technik überhaupt sich entwickeln kann und worauf Technik fundiert, worauf man Technik aufbauen kann, ja, auf dem Text, ja. Wie gesagt, Inhalt und Message und Delivery und alles, was du da weg, beiseite, nur wie du den Text schreibst. Scheißegal, was ein Text ist. Jetzt ist, ob du was Deepes schreibst, ob du jemanden auf die Fresse hauen möchtest in deinem Text, ob du eine Frau 23 Mal penetrieren möchtest in jede Körperöffnung, egal, ja. So wie du den Text schreibst, ja. Angefangen, wie viele Silben du in eine Zeile packst, ja, das hängt auf dem Beat an, wenn du einen schnellen Beat hast, musst du anders rappen, als wenn du einen langsamen Beat hast, ja, ist eine wichtige Frage, wie du rappen möchtest, dann schreibst du deinen Text drauf, ja, wie viele Silben packst du in eine Zeile, ja, was für Reime benutzt du, wo setzt du die Reime hin, du kannst Reime ans Ende der Zeile setzen, du kannst sie in die Mitte setzen, du kannst innerhalb einer Zeile mehrere Reime benutzen, bla bla bla. Hast unendliche Möglichkeiten. So baust du deine, sagen wir mal, eine Strophe auf, ja, und dann, je nachdem, so wie du deinen Text geschrieben hast, so viele Silben, wie du benutzt hast, so wie du die Reime gesetzt hast, so wie du deinen Text da geschrieben hast, ja, kommst du in die nächste Stufe der Rap-Technik, ja, wie du diesen Text jetzt ins Mikrofon rappst, ja. Du kannst diesen Text jetzt einfach monoton runter rappen, ja, kannst vielleicht einen sehr anspruchsvollen Text geschrieben haben, ja, mit vielen Reimen und Verkettungen, aber du kannst es halt simpel und monoton runterrappen, ja. Du könntest aber deinen Text auch so geschrieben haben, dass du den brutal in doppelter Geschwindigkeit runterflexen könntest, ja. Könntest den aber auch so rappen, dass du bestimmte Wörter extrem anders, interessant, betonst, länger ziehst, kürzer ziehst, ja. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ja, und das alles ist die Technik, ja. Für mich ist ein technisch starker Rapper dann halt, wenn der halt on point ist. Das ist schon mal, das ist die Grundbasis des Raps, dass du im Takt rappen kannst. Und dann in diesem Takt rappen, da gibt es auch noch Nuancen, die sich unterscheiden. Es gibt Rapper, die rappen wie ein Uhrwerk, pum, aber so auf die tausendstel Sekunde in den Takt. Zum Beispiel, ich fand früher immer, Curse war so jemand, der hat messerscharf auf dem mit seinem Flow gerappt, ja. Dann gibt's halt Rapper, die rappen auch im Takt, aber die sind so minimal, mal so im, so minimal Offbeat, dann wieder in Beat, das ist auch crazy, das ist aber auch cool, die werden mal schneller, mal langsamer, das gibt's auch, ja. Zum Beispiel das Beispiel von eben gerade, Sido, ja, oder Bushido, ja. Bushido ist jemand, der hat seine Texte, der hat halt die krasse Stimme, deswegen mit seiner Stimme ist halt sein, das ist halt sein Goldesel, ja, mit der macht er halt viel Stimmung und Atmosphäre. Der rappt immer recht simpel, muss man sagen, was nicht schlecht ist, aber geht ja ins Ohr rein. Es ist ja, viele Leute sind ja auch, haben gar keine Ahnung, die hören, das klingt gut, ja, immer straight, so eine Stimmlage, so, super, ja. Sido, auch an sich ein simpler Rapper, ja. Der hat zwar, ist ein guter Songwriter, er bringt auf den Punkt, das ist seine Stärke, der bringt Sachen direkt auf den Punkt, ja. Und der schreibt auch oft anspruchsvolle Texte, mit wie die Reime gesetzt sind, das ist anspruchsvoll, das ist kein Kindergarten-Rap, ja. Rappt es dann aber relativ simpel ein, nicht so der übertrieben krass, dass er mit der Stimme da übertrieben viel und schnell und langsam so, ja. Dann gibt's andere Leute wie Savage, der macht ja, der war schnell und langsam und betonen und wird mal laut und mal leise und zieht. Das ist schon extrem hohes Niveau, ja. Dann hast du auch Leute wie Haftbefehl und generell viele Aslaks, die ziehen Wörter länger, die sprechen die ganz anders aus, die reimen Wörter auf Wörter, die sich gar nicht reimen. So mal, früher hat man ja gesagt, ey, was ist das, ja, mittlerweile. Also mittlerweile, das ist halt, ich find's ja auch cool, manchmal. Manchmal denke ich mir auch, okay, halt Small, du Bastard, ja. Jetzt nicht auf jemand Bestimmtes bezogen, aber es ist auch irgendwie interessant, wenn man halt Wörter auf Wörter reimen kann, die ich gar nicht reimen. So, wenn man irgendwas länger zieht und hin und her, ist interessant auf jeden Fall. Dann gibt es halt diese Kollegah-Fraktion, die halt immer bam, 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 Double Time, Machine Gun Flow, schnell machen, ja. Dann, was es nicht alles gibt, gibt doch
Verschiedene. Das ist so das Tolle heutzutage, ja. Und das alles ist Rap-Technik, ja. So wie man den Beat hört, ja. Ich mache kurz Pause, ich weiß nicht, wie lange ich schlafe. Moment. So läuft es, ja. So wie man den Beat hört, schneller Beat, langsamer Beat, Trap Beat, Oldschool Beat, hin und her, ja. So wie die Geschwindigkeit vom Beat ist, ja. Die Rhythmik vom Beat, ganz wichtig. Auf die Rhythmik muss man seinen Text schreiben, ja. Wenn man nicht im Rhythmus ist, dann hat man nichts als Rapper verloren, ja. So, dann schreibt man seinen Text, ja. Dann muss er irgendwie zum Thema des Beats passen, ja. Zur Stimmung schreibt man seinen Text, ja. Denkt man sich so, okay, ey, mir ist jetzt scheißegal, was ich schreibe, dann schreibt man irgendwas. So wie ich halt meistens, ich mache mir halt wirklich meistens keine Gedanken um Flow. Das ist für mich so Flow und das ist, ich will meistens einfach nur was sagen, ja, und dann schreibe ich das halt einfach so, ja. Andere sagen aber so, ey, auf diese Strophe muss ich jetzt so ein, pff, das muss sich da vorne und hinten reimen und das muss dann hier schneller betont werden und so. Ich habe auch Rapper kennengelernt, oder beziehungsweise kennt ja auch jeder so, es sind Rapper, ey, die schreiben den Text, ja, die wissen jetzt schon, wenn die jetzt diese Wörter schreiben, die wissen ganz genau, dieses Wort betone ich genau so. Hier gehe ich runter, hier gehe ich hoch, das ziehe ich ein bisschen länger, hier das mache ich so. Ich, keine Ahnung, ich kann nicht ein Part, denselben Part mit demselben Text kann ich nicht zweimal identisch einrappen, weil ich immer anders. Ich einmal so betone und dann suche ich mir einfach raus, was mir am besten gefällt. So, ja. Andere, ey, ich kenne Rapper, die rappen ein und denselben Strophe und die rappen 200 Mal denselben Text und er klingt identisch. Der 200. Versuch wie der erste, ja. Das sind auch krasse Rapper. Und das sind nicht nur so runtergerappt, das sind einfach, die wissen ganz genau, das betone ich da, das betone ich hier, das betone nicht so und ist lauter und ist leiser. Das ist brutal. Das sind technisch brutal starke Rapper, ja. Ich bin technisch nicht, das ist mir scheißegal, ehrlich gesagt. So Technik, Flow ist mir egal, ja. Aber Flow ist dann halt das, was am Ende rauskommt bei ihnen, ja. Wenn sie einen Text hören, der exakt im Rhythmus ist, ja. Wie er dann geschrieben ist, dass jedes Wort, jede Silbe, jeder Reim, wo jedes Wort platziert ist, wie jeder Reim platziert ist, ja. Wie jedes Wort ausgesprochen wird, die Lautstärke, die Sprachmelodie, die Sprachgeschwindigkeit, der Klang der Stimme, wie man die Stimme einsetzt. All das zusammen in der Rhythmik des Beats, ja. Das bildet den Flow, ja. Und am Ende des Tages ist halt das alles die Rap-Technik. Ganz einfach, ja. Ja, ich weiß gar nicht, was man da noch sagen kann. Ich hoffe, ich habe Ihnen da jetzt weitergeholfen. Heutzutage mit diesen ganzen Trap-Sachen, Autotune ist ja heute auch ein Style-Element, ja, ein Rap-Technik-Element. Ja, ich bin nicht so der allergrößte Fan von diesem Autotune. Kann man aber machen, auf jeden Fall. Ist natürlich auch dann eigene Kategorie an Technik, was man da machen muss. Da muss man anders rappen, singen, als es eigentlich sein müsste, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Das würde jetzt einfach den Rahmen sprengen, das Ihnen hier zu erklären. So. Generell Trap, die Trap-Beats sind langsamer von der Rhythmik, auch wenn die eventuell exakt schnell sind wie andere Beats, aber die sind langsamer gesetzt und hin und her. Das ist dann eine andere Rhythmikfrage, dann setzt man da anders ein als auf andere Beats vom Frühjahr, da setzt man auf die 3 ein, da muss man ein bisschen anders rappen mit Pausen und man kann schneller und langsamer werden. Das ist jetzt ein anderes Thema, ja. Aber im Grunde geht es einfach nur darum, wie sie ihren Text schreiben, wie sie die Wörter setzen, wie sie die Reime setzen, wie sie all diese Sachen aussprechen, betonen, einrappen, vom Tempo her, all das Ganze zusammen, ja, ergibt den Flow und all das zusammen ergibt die Rap-Technik, ja. Ich glaube, so kann man das eigentlich stehen lassen, ja. Ich hoffe, Sie haben es verstanden. Wenn nicht, dann fragen Sie nochmal. Ich bin jetzt auch einfach voll müde mit, es ist 16:30, das sechste Video jetzt am Stück. Ich mache jetzt auch Feierabend hier mit dieser YouTube-Kacke. egal, ich hoffe, wie gesagt, Sie haben es verstanden. Wenn nicht, fragen Sie nochmal, wenn noch irgendjemand Fragen hat in Sachen Rap, irgendwas, bla bla bla. Fragt einfach, ja, und lassen Sie mal irgendwas von sich hören. Irgendein Rap-Track würde mich mal interessieren, ja. In diesem Sinne, schlafen Sie schön, ja. Machen Sie schön Musik. Rappen, diese bam, 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 bam. Wenn Sie gerade angefangen haben, machen Sie. Der Schlüssel zum Erfolg ist einfach üben, proben. Und immer so weiter, ja. Und dann wird man eines Tages ganz gut. Und, ja. Ich hoffe, Sie haben auch dieses Reimthema verinnerlicht, was ich da versucht habe zu erklären. Ja. In diesem Sinne, ciao, alles wird gut und joa.